Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Ja, wir sind in der letzten Aufnahmesession mit der wachenden Festung fertig geworden und sind nun zur Sendai's Enklave gereist. Die war auch kurzzeitig mal in Abbasiga als Lagerstätte. Hat sich allerdings was nicht ganz so nett herausgestellt, wobei sie das Enklave auch nicht ganz so nett ist. Aber wir müssen durch beides durch. Aber irgendwie klingen Dunkelelfen etwas freundlicher als Drachen. Ja, das hatten wir schon alles. Na gut, die eine Irre im Wald, die zählt nicht so wirklich. Wir hatten Drogail Khan in Saradush, der war mehr oder weniger ein Halborg. In den wandernden Bergen hatten wir, beziehungsweise im Armeelager hatten wir den Feuerriesen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Vielleicht fällt er mir irgendwann wieder ein. Jetzt haben wir in Sendai's Enklave eine Dunkelelfin und in Abbasigals Lagerstätte einen Halbdrachen. Way. Baal war fleißig und nicht wählerisch, ganz ehrlich. Aber gut, kümmern wir uns weiter erstmal um die Lagerstätte, auch wenn es dunkel ist und es sich eigentlich nicht immer so toll ist, sich im Dunkeln mit Dunkelelfen anzulegen. Keine große Herausforderung. Haben wir ja jetzt immer noch den zwielichtigen Holzfäller hier unten, von dem wir eigentlich schon wissen, dass er kein Holzfäller ist. Und dass die Tiere um ihn herum keine Tiere sind. Ihr lebt immer noch. Bah, meine Unterlinge sind einfach jämmerlich und schwach. Sinne hätte sie getötet. Nun gut, dann muss ich eben vollenden, was ihnen nicht gelang. Ja. Ich zeig euch einen richtigen Kampf. Okay, okay. Verstanden. Okay. Wo immer Minsk kommt. Wenn ich der Gruppe weitergefangen, ich warte auf euren Befehl. Auf geht's. Schön. Ja? Warum kriegt Yahira so viel Schaden? Ja. Achso, sie wird beballert. Oh, das war Yahira und Minsk ist auch bald tot. Zum Glück habe ich einen Quicksave da unten gemacht. Das werde ich jedes Mal hinlaufen müssen. Ja, verstanden. Schneller als Chick-Chick-Ka, schnell kannst du auch keine große Herausforderung. Einen Schritt zur Seite. Die Dienerin der Natur ist bereit. Das wird euch viel stärker schmerzen als mich. Schwer stürzt dich in mein Schwert. Ich warte auf euren Befehl. Ich bin bereit. Kedon, wahrer Blick. Ja. Du trinkst einen Trank. Könnte sich bitte jemand. Au. Minsk und Bo. Muss wohl was anderes ausprobieren. Was immer ihr wollt. Rückzug. Ich warte. Dwaumagier benutzt einen Zauber auf Yahira. Okay. Du heil dich erstmal selber. Du heil Minsk. Dann gehen wir wieder hier raus und verprügeln wieder ein paar. Wenn ich der Gruppe weiter... Ich bin bereit. Schon erledigt. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, benötige ich Heilung. Wurde aber auch Zeit. Vielleicht böse das... Aber gerne. Ja, hier rat sie dich zurück, dass du dich heilen kannst. Sprecht frei heraus. Beziehungsweise wir heilen ja hier.
Also ich weiß nicht warum, aber die Drows sind sehr stark. Und ich habe den Schwierigkeitsgrad doch auf normal, nicht aufs schwer. Leicht, Standard, normal, ja. Nächstes Mal. Euer Wunsch ist mein Begehr. Erwe. Ich werde es tun. Ich brauche Heilung. Erwe ist tot. Ah. Zum Glück kann ich das hier als Autosave benutzen. Nun gut. Vita Mortis. Auf Recht und Ehre. Das macht Spaß. Was? Wo? Ihr würdet doch wohl keine Frau sagen. So, jetzt klappt das schon ein bisschen besser. Eure Stunde wird noch kommen. Habe ich eigentlich die Rune? Ja, ich habe die Rune. Das macht Spaß, was, Bo? Unsichtbarkeitstränke und alles Mögliche. Und ja, durch den Tod des verkleideten Drow-Hauptmanns wurde eine Illusion gebannt, die den Eingang zu Zendes Enklave verdeckt hat. Bolzen. Die sehen fast aus wie Schottbolzen. Hier eine Menge Unsichtbarkeitstränke mal wieder. Ein paar Katanas. Elfenkettenhemd. Schwere Armbrust. Langschwert. Bolzen und Schlafbolzen. Ein normales Kettenhemd. Behält es voll. Ja, okay. Gut, die haben wir geplündert. Ich warte. Bis auf den da. Noch mehr Zeugs. Ach, nur ein Einzelkettenhemd. Und wir sind voll. Ja, wenn ihr es wollt. Das heißt, sobald wir den Eingang freigemacht haben, gehen wir erstmal zurück und verkaufen das ganze Zeug. Zugang zu Zendes ist Enklave. Ah, und ein Quicksave zwischendurch. Nicht, dass wir da wieder in einen zu starken Drow-Hinterhalt reinrennen. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Ich bin bereit. Aus, yeah. Komm, ruft euch zu. Ihr habt es so gewollt. Und irgendwie sind die ihre Animationen verbuggt, weil eigentlich schießen sie mit einer Armbrust, aber
Die Angriffsanimation ist, als ob sie einen Schleuder benutzen. Und ganz ehrlich, ich habe irgendwie den Drang, die ganzen Unsichtbarkeitstränke hier zu verkaufen. So, das alles wieder erstmal zu Talisa. Das können wir das verkaufen, die Unsichtbarkeitstränke, das, was die in meinem Inventar haben. Ich war, euer Wunsch ist mein Begehr. Und dann können wir wobei, ich weiß nicht. Ja. Gehen wir mal kurz zuerst uns um den Hammer kümmern. Das sind die nämlich jetzt gerade interessanter. Ob ich diesen Hammer vielleicht behalten will? Robert hat einen Gegenstand gewonnen. Oh ja. Die Dwarf-Pfeile zerfallen. Wenn ich mich porte. Ach, auch gut. So, Hammer. Ja. Formisch geschmiedet. So schön. Muss weiterkommen. Ah, der Flügel für Ansicher. Ja. Was das? Ihr habt einen Hammer? Baal hat sich mal Hammer auf großen göttlichen Zeh gehauen. Ist tagelang rumgesprungen und geflucht, wirklich. Hat mich in den Hintern getreten, dass ich bis Vator geflogen bin. Blöde Woche das. Naja. Okay, ihr habt den Runenhammer und Klanggedingsrune. Für 500 Goldmünzen kann ich sie zusammenfügen. Sicher. Okay, bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Wunderschön. Sispena geht wieder an die Arbeit. Oh ja. Viele schöne Sachen finden, vieles sammeln. Fähigkeiten, besondere Fähigkeiten. Also nee, was steht hier? Die Rune Klanggedings, die jetzt auf dem Waffenkopf des Hammers prangt, verstärkt seine ohnehin beeindruckenden Fähigkeiten noch weiter. Besondere Fähigkeiten. Auf dem Träger liegt Schutz vor Lebenskraftentzug. Der Träger ist gegen Furcht immun. Der Träger kann einmal täglich Feuerriesenstärke und Massenheilung einsetzen. Fähigkeiten im Kampf. Untote erleiden durch einen Treffer 4W4 plus 10 Schadenspunkte. Müssen einen Rettungswurf plus 4 gegen Todesmagie bestehen oder sie werden vernichtet. Wow, das ist gut gegen Lichs. Ja, der Träger erhält 25 Stärke, wird ein Steingolem, Tongolem, Edin oder Teufel, dem man da getroffen wird, augenblicklich getötet. Jo. Das macht den stärker. Außer ich kämpfe gegen und. Das Amulett. Werde ich dann mit Ares tauschen? Das kann nur Yahira tragen. Rettungswürfe, Magieresistenz, das ist okay. Rettungswürfe gegen Zauber. Das ist nur was für ihn wollen. Der kommt mal da rein. Und wir bleiben erstmal bei dem.
Die Dienerin der Natur ist bereit. Fragt nur, erzählt mir mehr davon. Dann platzieren wir uns von hier mal wieder, gehen wirklich zurück in die Stadt.